Jens Tietbühl ist bei mir, der aktuelle Bundestrainer der U16-Nationalmannschaft, weiblich. Wie sieht's aus? Noch mehr Nationalmannschaften, die du betreust? Naja, noch zurzeit die U18 noch, ja. Die U18, ja. Also der Volleyballtrainer Mug ist zu Gast in Laaten beim Trainingslager der U16-Nationalmannschaft. Und ja, ich durfte hier jetzt ein paar Tage zugucken beim Training. Kannst du mal beschreiben, ihr seid 2 Wochen hier im Trainingslager. Was macht ihr in diesen 2 Wochen? Ja, es ist unser Sommerprogramm. Wir testen hier ca. 18, 19 Spieler in diesen 2 Wochen. Alle die besten Spieler aus dem Jahrgang 02, 03 aus unserem Land. Und wir wollen versuchen, ihnen so ein bisschen die Volleyballphilosophie der Nationalmannschaft zu vermitteln. Wir machen unglaublich viel Basics-Sachen in Athletik, in Grundtechniken, Pritschen, Baggern, Laufen zum Ball. Einfach Basics, Grundlagen legen, damit die Spielerinnen gutes Rüstzeug haben für den langen Leistungssport, Laufbahn im Volleyball. Du hast jetzt hier gesagt, ein Kader von 18, 19 Spielerinnen insgesamt. Was ist das nächste Event, wo du hinfährst mit der Mannschaft? Naja, wir haben jetzt, geht ziemlich schnell. Wir haben jetzt eine große Veränderung in der Europäischen Föderation. Das heißt, dass diese Mannschaft spielt schon im Januar Qualifikation zur U17-Europameisterschaft und spielt an Ostern nächstes Jahr die Europameisterschaft, im Jahr darauf die Weltmeisterschaft. Also, das ist nicht viel Zeit. Wir wollen alle gucken, dass alle jetzt in die Stützpunkte wechseln, gut versorgt werden, gutes Training bekommen, gutes Grundlagentraining bekommen. Und dann glaube ich, dass es eine gute Generation werden kann. Also die Ansätze sind sehr vielversprechend und ich glaube, das wird eine sehr großgewachsene, emotionale, spielstarke Mannschaft. Bei so einem internationalen Turnier, wie viele Spielerinnen darfst du mitnehmen? 12. 12 Spielerinnen? Spielerin, ja. Ja, inklusive alles, inklusive Libera. 12 Spielerinnen. Ja, das heißt, der Konkurrenzkampf ist da. Wenn du das gehört dazu, das müssen die Mädchen auch lernen. Sie sind zu Hause, sind sie kleine Sternchen, sind immer auf dem Feld und hier müssen sie sich neu beweisen, hier entstehen neue Hierarchien. Und wer sich hier durchsetzt und auch diesen Konkurrenzkampf annimmt, der wird auch in der Nationalmannschaft eine gute Rolle spielen. Aber dazu ist die Konkurrenz sehr groß und deshalb gehört es dazu.